Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute sitzt mal wieder der liebe Henry neben mir vom YouTube-Kanal Henry Lopp. Und zufälligerweise ist Henry ja auch seit Ende 2017 unser Mitbewohner. Und deswegen müssen wir auch nicht zoomen, sondern können uns auch direkt vor die Kamera setzen. Mit Henry habe ich ja schon viele Videos auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Zum Thema Rohkost vor 3 Jahren haben wir auf Sardinien die Serie gemacht. Auch zum Thema Darmreinigung, Einläufe, Fasten. Aber wir haben viele Videos zusammen gemacht. Und auch, haben wir auch ein Video zur schleimfreien Heilkost zusammen gemacht? Ja, mit Tobias von Ion, genau. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen, so indirekt um die schleimfreie Heilkost, aber vor allem um unsere Erfahrung mit der Rohkost und der Kochkost und dann wieder zurück zur Rohkost. Also, nochmal ganz kurz, bevor wir unsere Erfahrungen miteinander teilen, nochmal kurz darauf eingehen, was ist schleimfreie Heilkost? Das ist so ein Heilsystem, was der Arnold Ehret ins Leben gerufen hat, schon vor über 100 Jahren. Er hat halt festgestellt, dass bestimmte Lebensmittel im Inneren des Körpers Schleim verursachen können. Da hat der Henry auch auf meinem YouTube-Kanal 2 tolle Gastbeiträge geschrieben, mit so einem kleinen, also ein kleiner Artikel und dann eben die Listen der schleimbildenden, säurebildenden und eiterbildenden Lebensmittel und dann auch die Listen der säurebindenden, schleimarmen, schleimfreien Lebensmittel. Und die werde ich euch auch unten unter dem Video verlinken, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Und wir beschäftigen uns schon länger mit Arnold Ehret, mit der schleimfreien Heilkost, mit dem System der schleimfreien, der schleimarmen Heilkost. Und dann im letzten Sommer waren wir zusammen auf Sizilien, haben da auch schleimfrei gegessen, wasserhaltig schleimfrei. Und dann haben wir uns überlegt, ob wir lieber bei der Rohkost bleiben und dann ab und zu auch Fett essen. Und nach der schleimfreien Heilkost gehört ja Fett, verschiedene Fette, pflanzliche, tierische Fette zu den schleimbildenden Lebensmitteln. Dann haben wir überlegt, oder wir bleiben mal länger an diesem schleimfreien Heilsystem und fangen wieder an, Gemüse zu backen und zu dämpfen. Weil nicht jedes rohe Gemüse ist im Sinne dieses Heilsystems, dieses schleimfreien Heilsystems, schleimfrei. Zum Beispiel stärkehaltige Gemüse wie Süßkartoffel zum Beispiel, die sind roh eben nicht schleimfrei, sondern mäßig schleimbildend. Ne? Also roh sind die schon, ja. Sind schon schleimbildend. Ja, also auch alle stärkehaltigen Gemüse, auch Blumenkohl, Brokkoli, Möhren, Pastinake, Kürbis. Wenn man diese dämpft, backt oder dünstet, dann werden sie nahezu schleimfrei. Genau, da hatten wir das dann letztes Jahr Sizilien überlegt, weil wir wollten länger mal in diesem schleimfreien System bleiben. Und dann haben wir im August beschlossen, wieder Kochkost zu essen. Also aber jetzt nicht irgendeine Kochkost und wieder so wie vor 10 Jahren, sondern wirklich nur dieses Gemüse, was wir eben backen, also gerade Kürbis, Süßkartoffel oder dann eben dämpfen. Zucchini, Blumenkohl, Brokkoli, Rosenkohl, auch Zwiebeln, Knoblauch kann man alles dämpfen, Weißkohl haben wir auch probiert. Und wir haben zu diesem Thema, ich weiß gar nicht mehr, wie das Video hieß, aber wir hatten letztes Jahr auf alle Fälle im August oder September ein Video veröffentlicht, wo wir sagen, dass wir keine Rohköstler mehr sind. Mhm. Wieso, weshalb, warum? Wer das Video nicht gesehen hat, kann ich das oben auch nochmal verlinken. Da legen wir das dann auch nochmal da. Und wir haben auch im letzten, das sind jetzt 10 Monate, wo wir das getestet haben, wieder Kochkost, nachdem wir jahrelang, du hast ja auch 7 Jahre oder so Rohkost gegessen. Ja. 6, 7 Jahre. Genau. Ich habe ja auch 6,5 Jahre Rohkost gegessen und habe mich ja dann entschieden, wieder gedämpftes und gebackenes Gemüse zu integrieren. Das haben wir jetzt so 10 Monate gemacht und jetzt haben wir uns wieder umentschieden und wollen euch heute in diesem Video einfach auch von unseren Erfahrungen erzählen. Und da gebe ich gleich mal so an Henry jetzt ab. Ich habe jetzt erstmal genug geredet. Ja, hallo ihr Lieben. Man muss natürlich sagen, dass wir physiologisch schon sehr weit fortgeschritten waren, was die Ernährungsrichtung betraf. Und Silke hat es ja gerade schon gesagt, bei Silke waren es über 6 Jahre, bei mir waren es über 7 Jahre. Und dann sind wir auf diesen schleimfreie Ernährung zurückgekommen und haben eben gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal aus, wie sich das auswirkt und haben das für 10 Monate lang getestet, ja. Und ich finde es auch interessant, da so die Abstufungen zu machen. Und man kann ganz klar sagen, so, dass man wirklich das, was ich persönlich am besten vertragen habe, war gedämpfte Zucchini. Und alles, was über dieser gedämpften Zucchini war, das war verdauungstechnisch nicht perfekt. Und was ich speziell auch gemerkt habe, dass ich so nach der Zeit bestimmte Schmerzen in verschiedenen Körperregionen bekommen habe. Zum Beispiel, ich laufe sehr viel und habe dann Achillessehnenschmerzen bekommen. Und sobald ich
die erhitzten Lebensmittel wieder weggelassen habe, sind die Achillessehnenschmerzen wieder verschwunden. Das war speziell bei der gebackenen Süßkartoffel, bei gedämpften Kürbis und bei gedämpften Brokkoli, bei Weißkohl, also bei diesen ganzen schwereren Sachen, ja. Man muss jetzt aber auch einfach mal sehen, wie ich das gerade schon gesagt habe, dadurch, dass wir halt eben die Rohkost davor gemacht haben, war dieser Schritt zurück, der war dann schon zu viel. So, aber man muss halt eben auch mal schauen, von wo die meisten Menschen herkommen. Die meisten Menschen kommen meistens aus einer Industriekosternährung und da ist es extrem wichtig, die ersten Jahre einfach nur diese Sachen mit einzubauen, ja, also das gedämpfte Gemüse, das gebackene Gemüse und eben auch bestimmte Fettquellen, ja. In der steinfreien Heilkost ist Fett ja nicht verboten, vor allen Dingen nicht in der Übergangszeit, da ist Fett auch erlaubt, ja, auch bestimmte Öle. Das könnt ihr aber alles in der steinfreien Heilkost auch nachlesen, da ist das genau beschrieben. Ja. Darf ich noch mal kurz was sagen? Ja, also es gibt die steinfreie Heilkost auch als kostenlosen Download, also als PDF-Datei, den Link. Ich habe überhaupt auf meiner Webseite Downloads, das sind alles kostenlos, ich glaube 6 kostenfreie Downloads. Die könnt ihr direkt gleich herunterladen, müsst ihr euch auch nirgendwo eintragen. Das ist die schleimfreie Heilkost vom Kranken zum gesunden Menschen. Und dann sind es noch so ein paar Fastenbriefe. Also wer sich ein bisschen mit der Lehre von Arnold Ehret vertraut machen möchte, der kann sich auch die kostenlosen PDFs herunterladen. Weitere Erfahrungen, die ich gemacht habe, speziell mit dem Gekochten, war, dass meine Gedanken nicht so frei fließen konnten wie vorher. Das heißt, ich war gedanklich am nächsten Tag und auch den Tag danach noch, finde ich, für mich sehr eingeschränkt. Dann hatte ich früher, bevor ich in die Rohkost reingekommen bin, habe ich sehr viel gestottert auch. Das hört man manchmal noch. Und das kam durch die Rohkost wieder. Also verschiedene Sachen, die ich eigentlich damals geheilt hatte, mit dem Fasten und mit der Rohkost, die sind so langsam wiedergekommen, ja. Und es führte auch eben dann dazu, dass ich dann auch öfter mal Kopfschmerzen hatte, Probleme mit der Verdauung. Und das mit der Verdauung muss ich auch ganz klar sagen, dass das teilweise dann auch mit der Gefräßigkeit zusammenhängt oder hing, weil ich dann schon eher dazu tendiert habe, wenn ich mir zum Beispiel Süßkartoffel gemacht habe, dann mal 2 Kilo auf einmal gegessen hatte und das war dann einfach viel zu viel. Ja, weil mein System vorher von der Rohkost her eher gewohnt war, nicht so viel zu essen von der Masse her. Und dann auf einmal mit dem Gekochten so eine Masse in den Körper reinkam. Und da steckt man dann auch drin. Also ich habe dann gemerkt, so die ersten Monate, man kam aus diesem Strudel nicht mehr raus. Ja? Man hat das dann jeden Tag fast gemacht. Immer eine große Portion gedämpftes Gemüse. Und das hat man einfach gemerkt, das hat sich dann mit der Zeit summiert. Und man hat sich einfach nicht mehr so gefühlt wie vorher. Das war einfach nicht mehr dasselbe. Ja, und das sind so die Punkte, die für mich so der ausschlaggebende Punkt sind, wo ich sage, dass ich für mich persönlich nur noch die Rohkost praktizieren werde und mich auch bloß noch so ernähren werde, weil ich einfach merke, dass ich mich energetisch da am besten fühle. Wie Henry schon erwähnt hat, mit Rohkost geht halt so auch so eine gewisse Leichtigkeit einher. Gerade wenn man über Jahre Rohkost sich von Rohkost ernährt und dann immer weiter optimiert und dann Darmreinigung und kleine Fastenkur mit dazu nimmt, dann verändert sich auch so die körperliche Wahrnehmung, auch so diese geistige Leichtigkeit. Und ich muss auch dazu sagen, seit Anfang letzten Jahres ernähren wir uns ja fast nur von einer Mahlzeit am Tag zu 95%. Und meistens, also wir trinken dann du trinkst einen Saft am Tag? Einen Saft. Ja, ich trinke meistens 1 bis 2 Säfte am Tag. Und dann ist die eine Mahlzeit, die eine feste Mahlzeit, die wir gegessen haben, bestand dann zum großen Teil aus einer gekochten Mahlzeit, muss man schon sagen. Es gab davor eine Obstmahlzeit, dann hat man ein bisschen Verdauungspause gelassen, Obst rutscht ja schnell durch. Und dann gab es eben eine Portion bei dir, eine Portion Süßkartoffel und dann eben auch mit viel Salat. Aber dann hast du doch eine größere Portion Kochkost dabei, von der geringen Mahlzeit, die man generell am Tag zu sich nimmt. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel gekochte Kost generell sehr enzymarm ist, weil die Enzyme sind vor allem in frischen Lebensmitteln, auch in Sprossen, in Wildkräutern, in frischem Obst und Gemüse. Wir brauchen die Enzyme für alle Stoffwechselvorgänge. Wir können ohne Enzyme nicht existieren. Und wenn man sich dann über Jahre von Rohkost ernährt und auch immer mehr diese einfache Rohkost bevorzugt und immer einfacher ist, immer weniger kombiniert, wirklich beginnt sauber zu essen, sag ich mal so, für einen selber persönlich und eben viele Enzyme in der Nahrung hat und dann, wenn man dann eh nur eine feste Mahlzeit am Tag isst, ein großer Teil davon ist dann
gedämpftes und gedünstetes Gemüse, was eher enzymarm ist, dann kommt es halt zu so einem, naja, zu einem drastischen Wegfall der Leichtigkeit, dass der Körper sich schwerer anfühlt, dass die Verdauung nicht mehr so gut funktioniert. Also das habe ich alles auch selber festgestellt. Ich habe vor allem auch festgestellt, wenn ich Kürbis und Süßkartoffel gedämpft habe, die ja generell so ein bisschen dichter sind, als wenn man Zucchini dämpft oder Blumenkohl, dass ich dann morgens einen schweren Kopf hatte oder auch meine Augenringe, zu denen ich ja schon seit meiner Geburt neige, dann besonders dann in Erscheinung traten. Das ist mir auch aufgefallen. Und ja, die Verdauung ist nicht mehr so leicht, definitiv. Das blockt auf einmal wieder, weil wenn man sich über Jahre von Rohkost ernährt hat, stellt sich die Verdauung auch darauf ein. Und wenn man dann wieder Kochkost isst, dann muss sich der Körper auch erstmal umstellen. Das merkt man auf alle Fälle so in dieser Leichtigkeit, die auf einmal dann so ein bisschen abhanden kommt. Ich habe ja im Juli auch wieder begonnen zu laufen, regelmäßig auf Sizilien. Habe das im August auch fortgeführt und bei mir war es tatsächlich auch so. Also ich bin sicherlich auch zu oft gelaufen und habe meinem Körper, meinen Füßen, Beinen nicht so viel Regenerationszeit eingeräumt, aber dann hatte ich auch Probleme im Fuß, was vorher nicht aufgetreten ist. Also das ist mit der Kochkost, ne? Mit der hat man dann auch überlegt, ob das ist jetzt die Überanstrengung, ist es die Kochkost, und jetzt habe ich wieder angefangen zu laufen und habe gar keine Probleme und laufe sogar noch weiter als vorher. Also habe mein Level relativ schnell wieder angehoben und habe überhaupt keine Probleme. Und das ist auch sehr interessant. Also deswegen haben wir jetzt auch uns überlegt, dass wir dieses Experiment jetzt somit beenden und erstmal wieder in die Rohkost reingehen. Das heißt nicht, dass wir nie wieder Kochkost essen. Aber für mich persönlich war es auch interessant, so von dem, ich esse jetzt so noch Rohkost, so noch 100%. Obwohl ich da auch nie so dogmatisch war. Ich habe ja auch Hefeflocken mal verwendet oder Gewürze. Und es gibt ja auch viele Lebensmittel im Rohkostbereich, wo wir gar nicht wissen, ob das wirklich 100% Rohkostqualität hat. Steht zwar drauf, aber zum Beispiel hat mal der Urs Hochstrasser gesagt, das ist ja auch so ein Gourmet-Rohkostzubereiter, dass es zum Beispiel Kakao in Rohkostqualität gar nicht gibt. Das ist gar nicht möglich aufgrund des Verarbeitungsprozesses. Oder Cashewkerne. Ja, also es war mal für mich auf alle Fälle eine interessante Erfahrung, da wieder einen Schritt zurückzugehen. Und klar habe ich mich dann letztes Jahr auch so ein bisschen mit dem Begriff Rohkost auseinandergesetzt, wenn man sich selber so als Rohköstler bezeichnet. Und wir hatten da auch letztes Jahr ein bisschen drüber diskutiert, auch mit einer Freundin, die uns auch eine Nachricht geschickt hat. Da habe ich mir auch gedacht, ich will mich auch gar nicht mehr so als Rohköstlerin definieren. Und ich würde dann lieber sagen, ich ernähre mich rohköstlich, oder ich würde auch nicht mal sagen, ich ernähre mich vegan. Ich mag den Begriff in letzter Zeit nicht mehr so, sondern ich sage dann eher, ich ernähre mich pflanzenbasiert. Übrigens war ja mal der Begriff vegetarisch eigentlich vegan, ja, oder? Wenn ich mich recht erinnere, wann wurde der denn eingeführt? 1900? Ich glaube jetzt 12. über 100 Jahre schon. Und damals war vegetarisch eigentlich vegan. Und also ich sage dann eher pflanzenbasiert. Ich will auch nicht mehr sagen, ich bin Veganerin, ich bin Rohköstlerin, ich bin so viel mehr. Ich will mich jetzt nicht nur so aufs Essen reduzieren und dann immer so den Stempel Rohköstlerin auf der Stirn haben, weil mich so viel mehr ausmacht. Obwohl ja, ich hatte ja mal einen Kommentar unter meinem Video, sag mal, hast du eine Ernährung im Kopf? Dann muss ich dann immer so insgeheim schmunzeln. Das ist ja nur das, was ihr auf meinem Kanal seht oder auch, wenn ich mich öffentlich präsentiere. Aber es gibt noch viel, so viel mehr, was mich ausmacht. Also ich muss sagen, am wenigsten denke ich am Tag über Essen nach. So, also wir unterhalten uns ja auch mal über verschiedene Themen oder haben ja auch viel mit Menschen online zu tun, arbeiten mit Menschen, dass wir uns auch mal austauschen. Oder ich frage Henry, hey, ich habe jetzt die Geschichte gehört, dann hole ich mir immer gerne noch Henrys Rat ein, was er noch so empfehlen würde. Klar, dass man sich da mal austauscht oder über die eigenen Erfahrungen, aber meistens reden wir über so viele verschiedene Themen, die uns interessieren. Und da ist die Nahrung wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Ich würde mich eher so als, ich bin ja so viel, ne? Ich kann auch sagen, ich bin Mama, ich bin Barfußläuferin, ich bin Wildkräuterliebhaberin, also es gibt so viel, ich würde mich so auch als freidenkender Mensch bezeichnen, ich versuche einfach auch frei zu denken, weg von Dogmen und Ideologien. Zwar sehen aber einige ja auch die vegane Ernährung oder die Rohkosternährung als Dogma, aber wir hatten letztens auch diskutiert darüber, dass wir sagen, gibt es eigentlich überhaupt eine dogmenfreie Ernährung, gibt es das eigentlich? Auch selbst die Ernährung, die alle Lebensmittel einschließen, einschließlich Fleisch, Eier und Milch, ist die wirklich so dogmenfrei, wenn man sagt, ja, das braucht aber der Mensch, das ist für mich ja dann auch ein Dogma, oder dass man sagt, das war schon immer so, woher wissen wir das, dass Menschen sich schon immer von tierischen Produkten ernährt haben, ne? Das ist für mich dann
auch nicht dogmenfrei. Es gibt einfach keine dogmenfreie Ernährung. Selbst wenn jemand sagt, ah, ich brauche mein Fleisch, meine Eier, meine Milch, ist es ja auch irgendwie ein Dogma. Weil wir nicht wirklich wissen, wo unser Ursprung ist und ob die Menschheit sich wirklich die erste Zeit ihrer Entstehung wirklich auch so ernährt hat. Und ja, genau, jetzt sind wir irgendwie ganz weit vom Thema abgekommen. Aber genau, ich wollte eigentlich nur sagen, es ist jetzt auch ganz egal, ob man 100% Rohkost isst oder ein bisschen Kochkost integriert. Also ich will mich einfach nicht mehr so über die Ernährung definieren. Und ja, so die Rohkost hat im Herzen einen großen Platz und ich fühle mich damit wirklich auch am leichtesten, am wohlsten. Auch so die sportliche Leistungsfähigkeit kann ich steigern oder bleibt gleich und fühle mich einfach so geistig und körperlich sehr gut mit der Rohkost. Und jetzt, gerade im Sommer, bietet sich das an, sehr viel regional zu essen, wasserhaltig zu essen. Und ich schließe aber nicht aus, dass ich vielleicht mal im Winter mal wieder einen gedämpften Kürbis esse oder im Herbst gedämpfte Süßkartoffel, weil wir die dann auch hier aus der Region haben. Aber ich würde höchstwahrscheinlich dann eher so ein paar Fettquellen einbauen, natürliche Fettquellen. Wir haben ja dann auch hier im Winter, im Winter oder Herbst die Haselnüsse, also, und Walnüsse, also so regionale Fettquellen oder ein regionales Hanföl oder eine Fettquelle, Avocados und Kokosnüsse kommen ja doch von weiter her. Was auch noch ein Problem ist, hattest du, glaube ich, auch gesagt, du hast nur gesagt, die Gefräßigkeit, die kam mit dazu. Und eigentlich hatte ich persönlich gedacht, naja, ich esse dann nur was Gedämpftes, wenn ich mich erden muss. Also man kann sich ja sehr gut, wir haben ja auch den ganzen Juli uns wasserhaltig ernährt, ohne eine Fettquelle, ohne was Gedämpftes. Und dann hatten wir gedacht, na, wenn wir uns da mal erden wollen, da hätten wir früher Fett gegessen, eine Fettquelle, wir wohnen ja auch in einer Großstadt, da ist ein ganz anderer Stress, eine ganz andere Umweltbelastung mit so Schadstoffen. Da braucht man manchmal Fett, das ist irgendwie fast unmöglich, sich in einer Großstadt über einen längeren Zeitraum schleimfrei zu ernähren. Man braucht doch manchmal auch mal ein bisschen Erdung, entweder Fett oder irgendwie gedämpfte, gekochte Kost. Und dann kam das halt, also war bei mir sehr auffällig, erst hat man so gedacht, na einmal die Woche, alle zwei Wochen was Gedämpftes und Gekochtes und dann war es beinahe jeden Tag. Das hat sich dann so eingeschliffen. So. Und das Problem war ja bei uns auch beiden, da wir ja nur eine feste Mahlzeit essen, war dann der Kochkostanteil schon groß in dieser Mahlzeitaufnahme. Und haben eben festgestellt, das fühlt sich nicht wirklich gut an. Aber es war eine sehr interessante Erfahrung. Wir haben ja auch letztes Jahr ein Video gemacht, weil dann die Nachfrage kam, wie bereitet man denn Obst und Gemüse für die schleimfreie Heilkost zu? Da hatten wir auch ein Video veröffentlicht, was wir dann mal da so kochen und backen und dünsten und backen können. Das Video verlinke ich euch auch mal oben in den Infokarten. Es hat vielen Menschen auf alle Fälle weitergeholfen. Und ja, wir wollten das einfach mal herausfinden, wie das ist, weil wir ja nie so diese Übergangszeit hatten. Wir hatten ja nie schleimarm für längere Zeit. Wir sind ja gleich in die Rohkost gegangen und so einfach mal interessant, das auszutesten. Und das können wir auf alle Fälle empfehlen für Menschen, die sich konventionell ernähren oder vegan mit Brot und mit schon starker Kochkost. Da ist die schleimarme Heilkost eben mit diesem gedämpften Gemüse und gebackenem Gemüse teilweise wirklich eine sehr gute Zwischenlösung, um dann irgendwann mal vielleicht in das schleimfreie Heilsystem hineinzugehen. Das kommt dann auf jeden einzelnen Menschen individuell drauf an. Ja, und ich finde es dann auch immer so wichtig, da habe ich letztens auch ein Video darüber gemacht, das habe ich einfach nur du genannt, ja, weil ich das einfach wichtig finde, dass die Menschen auf sich selber hören und auf ihren Körper und auf ihre jetzige Situation, ja. Es bringt nichts, wenn ihr mitten in der Großstadt wohnt von Frankfurt, Stuttgart oder München, ja, und ihr fangt auf einmal mit der schleimfreien Ernährung an von heute auf morgen oder von mir aus bloß noch Obst. Das wird mit Garantie nach ein paar Wochen oder Monaten in die Hosen gehen, ja, weil ihr einfach zu schnell entgiftet. Dadurch sind die Organe überfordert, dadurch ist der Körper überfordert und ihr fühlt euch dann mit der Zeit nicht wohl. So, und deswegen ist es einfach wichtig, da langsam reinzugehen, für viele Jahre das Obst und Gemüse, sowohl roh als auch gedämpft, gekocht und gebacken, ein bisschen Fett mit dazu, nicht übertreiben mit dem Fett. Und dann habt ihr eine schöne Grundlage, ja, baut die Wildpflanzen noch mit ein. Und die Sprossen. Und die Sprossen, gibt es sehr schöne Bücher von Silke. Und dann habt ihr eine gute Grundlage, ja, und dann könnt ihr da in aller Ruhe den Weg bestreiten. Und dann, ja, fühlt ihr euch wohl und seid glücklich, ja. Und das Wichtigste ist wirklich, hört bitte auf euch selber. Das ist wirklich das Wichtigste. Das machen wir jetzt auch, deswegen teilen wir euch die Erfahrung mit, was wir gemacht haben in den letzten 10 Monaten. Ich kenne auch Menschen, die das nicht machen würden. Die würden einfach ihre Videos weiterführen, würden euch das nicht erzählen. Das gibt es leider auch. Aber ich denke mal, das macht uns ja so authentisch, dass wir über diese Sachen reden, ne?
Ich möchte noch hinzufügen, was mir sehr gut an diesem Experiment gefallen hat, dass ich endlich auch mal im Winter fast oder viel mehr regional essen konnte. Das hat mich früher immer so ein bisschen abgehalten von der Rohkost im Winter, weil man ja dann ja in Deutschland nicht so viele regionale Frischkost hat. Man hat den Grünkohl, man hat diese ganzen Wurzelgemüse, die aber, wie wir schon gesagt haben, roh ja auch nicht schleimfrei sind. Du hast auch so Postelein, Feldsalat im Winter, gut, Äpfel, Lagerware. Aber diesmal war es wirklich interessant, dass wir dann auch im Herbst, gab es ja noch diese regionalen Süßkartoffeln, haben wir viel Süßkartoffel gebacken und immer schön mit Frischkost, mit einem Salat, also immer mit schönen Grün oder auch, ich hatte auch grüne Sprossen. Und dann später haben wir eben ganz viel Kürbis auch gemacht, Topinambur haben wir auch gebacken und gedämmt, also ich zumindest. Und ja, Feldsalat, Postelein gab es eben viel im Winter und Grünkohl roh. Das war super, also dann konnte ich im Winter einen großen Teil einfach regional essen. Habe ich davor so eine Apfelmahlzeit gegessen oder Birnen, die gab es ja auch noch so als Lagerware. Und dann einfach, ja, dieses regionale Gemüsedämpfen und das regionale Grün dazu. Also das hat mir mal an diesem Experiment sehr gut gefallen, mal wirklich viel mehr aus der Region zu essen. Ja, sonst stimme ich dem Henry auch in allem zu, was er gesagt hat. Also unsere Erfahrungen, die gleichen sich doch, sind da so zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen. Vielleicht die Auswirkungen im Körper, du machst ja auch viel mehr Sport. Das war auch sehr interessant, ne, was du da so gefühlt hast. Und wir tauschen uns dadurch, dass wir auch zusammen wohnen, tauschen wir uns da auch regelmäßig aus über unsere Erfahrungen und sagen, hey, wie siehst du das, was hast du da erfahren? Und es ist auch immer schön, wenn man wirklich mit jemandem zusammen wohnt, der so, sag ich mal so, in die gleiche Richtung schaut, einen ähnlichen Weg geht und dass man sich da einfach austauschen kann, Tipps geben kann und ja, das erleichtert natürlich vieles auch. Manchmal auch gegenseitig dann vorwärts bringt. Ne? Weil man sieht dann auch, dass der eine das macht oder der eine fängt zum Beispiel dann an mit einem Fasten, sage ich jetzt mal, ne? Und dann denkt der andere sich im nächsten Moment, das ist ja dann, wenn man dann so eng zusammen wohnt, und dann denkt der andere sich, ach okay, das könnte ich ja eigentlich auch mal wieder machen. Ne? Und das ist dann auch ganz gut, dass man sich dann manchmal so gegenseitig dann noch weiterbringen kann. Ja, so, das war es eigentlich soweit, oder? Das Wichtigste jetzt so zusammengefasst, unsere Erfahrung von der Rohkost zur Kochkost und jetzt wieder zur Rohkost. Ja, das wollten wir gerne mal mit euch teilen. Wir sind natürlich gespannt auf eure Kommentare. Gerne könnt ihr auch eure eigenen Erfahrungen unter diesem Video beschreiben. Wir freuen uns über regen Austausch, wünschen euch noch alles Gute, alles Liebe und bis ganz bald.